meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema des Videos anfangen, gibt es zwei Sachen, die ich unbedingt loswerden möchte. Nummer 1, ich habe 100 Abonnenten auf dem Kanal erreicht. Vielen Dank an alle, die den Kanal abonnieren und das, obwohl ich so unregelmäßig Videos hochlade. Zu meiner Verteidigung, ich habe momentan wirklich nur einen Tag in der Woche, an dem ich mich aktiv aufs Videomachen konzentrieren kann. Deswegen dauert das eine Weile. Aber ich verspreche euch, es kommen Videos. Ihr könnt immer so an meinen Instagram-Stories sehen, wann genau. Denn wenn ich was zeichne, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das für ein Video ist. Sache Nummer 2 ist, dass mir vor kurzem was echt Cooles passiert ist. Ungefähr das Krasseste, was mir bisher auf Instagram passiert ist. Und zwar könnt ihr euch vielleicht an die Zeichnung aus dem letzten Video erinnern. Die hier. Das ist der Schauspieler Jacob Elordi. Und der hat in Euphoria mitgespielt. Dadurch habe ich dieses Bild. Aber auch in den Netflix-Originalfilmen The Kissing Booth. Und so sitze ich einen Nachmittag an meinem Handy und kriege die Nachricht, dass die offizielle Netflix-Seite aus Frankreich meine Skizze in ihrer Story hatte. Das war so krass, ich bin ausgeflippt. Ich habe 2 Freudetänze gemacht. Ja, also es hat meinen Tag gemacht, diese Neuigkeit. Dadurch habe ich so viel Aufmerksamkeit auf diese Zeichnung gekriegt und viele neue französische Follower. Also für mich ist die Sache auch jetzt geritzt. Ich zeichne nur noch Netflix-Charaktere. Netflix, please notice me. Okay, Schluss mit dem Rumgequatsche, kümmern wir uns ums eigentliche Thema des Videos und zwar bemale ich wieder eine Jacke. Damit das Ganze aber anders wird als die anderen Videos, wo ich schon Jacken gemalt habe, konzentriere ich mich hier mehr so auf die Vorbereitung, also die Vorschritte, was man alles machen muss, damit man dann auch wirklich anfangen kann, die Jacke zu bemalen. Wenn ihr also sehen wollt, wie ich das male auf der Jacke, dann ist das hier nicht das richtige Video. Hier geht es darum, wie stelle ich mir ein Design zusammen und wie kriege ich dieses Design auf eine Jacke. Ich habe wieder einen Auftrag gekriegt, in dem ich 3 Wünsche erfüllen soll. Nummer 1, da soll ein Frosch drauf sein, Nummer 2, ein Rummelmotiv und Nummer 3, 3 goldene Sterne. Da das eine Kombi ist, die man jetzt nicht so unbedingt per Google-Suche findet, muss ich mir ein Design überlegen und das Ganze dann natürlich auch bearbeiten. Ich mache das mit der kostenlosen Version von PixArt, weil ich nicht einsehe, mir dafür irgendwas zu kaufen und es funktioniert auch. Das heißt, meine Bearbeitungen sind jetzt auch nicht so super professionell, das sollen sie eigentlich auch gar nicht. Die sind nur da, um das Ganze zu veranschaulichen, wie das später aussehen könnte und um die Proportionen hinzukriegen. Man kann das Ganze natürlich zeichnen, dauert viel länger, man kann viel mehr Fehler mit Proportionen und sowas machen, deswegen mache ich das lieber per App. Ich habe mir also passende Fotos rausgesucht und das Ganze per App auf meinem Telefon bearbeitet. Ich finde, wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat, ist es nicht so super kompliziert und ich zeige euch jetzt einen schnellen Ablauf davon. Ich gehe also auf die App PixArt. Das wird jetzt ein ganz schneller Durchlauf, weil es sonst einfach zu lange gedauert hätte. Hier habe ich schon das Froschbild zurechtgerückt und schneide das Lebkuchenherz mit so einem Tool aus. Es geht fast automatisch, da kann man dann nur noch am Ende nachbessern. Versuche da die richtige Größe zu finden und schneide nochmal aus dem Froschbild die Hand aus. Und die versuche ich so zu platzieren, dass es so aussehen würde, als würde Kermit das Lebkuchenherz halten. Und das kann ich auf der anderen Seite genauso machen, indem ich die Hand, die ich gerade ausgeschnitten habe, einfach kopiere und spiegle und sie eben auf die andere Seite setze. Das Ganze kann man dann eben noch so hinrücken, dass alles passend gut aussieht. Dann gibt es bei PixArt solche Aufkleber und da suche ich nach einem schönen Stern. Gewünscht waren ja 3 Sterne oben. Den einen Stern nehme ich einfach, kopiere den und setze die so angeordnet dahin. Dann will ich noch die Schrift vom Lebkuchenherz ändern. Und da habe ich wieder das Lebkuchenherz-Foto genommen und eine freie Stelle ausgeschnitten und die setze ich jetzt so über das Lebkuchenherz und versuche eben damit die Schrift so ein bisschen zu überdecken. Jetzt schreibe ich einfach den Alternativtext hin, suche mir eine schöne Schriftart aus und setze die eben stattdessen auf das Lebkuchenherz. Ich finde selbst die kostenlose Version der App bietet einem wirklich viele Möglichkeiten. Man kann die Dicke der Schrift ändern, wenn man wollte, könnte man jetzt auch die Farbe vom Lebkuchenherz ändern. Aber das reicht erstmal zur Veranschaulichung und dann speichere ich das einfach in meiner Galerie. So, das Design ist fertig. Jetzt müssen wir das auf die Jacke packen. Und da kann man immer ausmessen, wie groß das ungefähr sein muss. Da ich einen Drucker habe, der nur DIN A4 ausdrucken kann, ist mein DIN A4-Blatt meine Orientierung. Und danach messe ich immer. Man könnte auch hier das Ganze wieder größer zeichnen. Es dauert zu viel Arbeit. Ich bin faul.
So, da das Design jetzt fertig ist, kümmern wir uns um die Jacke. Das wird die Jacke, die ich bemalen werde. Die hat leider hinten auf dem Rücken so einen Streifen. Der stört ein bisschen und ich werde auch nicht über ihn drüber malen. Ich habe auch nur einen Drucker, der DIN A4 ausdrucken kann. Deswegen ist das DIN A4-Blatt meine Orientierung. Ich mache das Ganze hochkant und ich habe mich auch entschieden, die Sterne bei dem Entwurf jetzt erstmal rauszuschneiden, damit ich den Frosch so groß wie möglich ausdrucken kann. Diese ganzen Sachen mache ich mit Word. Da macht man einfach den Zeilenumbruch weg und dann kann man das Motiv hin und her schieben. Dann drucke ich das Ganze aus und dann kann man das auch schon auf die Jacke legen. Ich schneide das Ganze auch gleich aus und dann kann man das eben gut platzieren und gucken, wie es aussehen soll. Es gibt verschiedene Wege, wie man das fertige Motiv dann auf die Jacke kriegt. Einer habe ich euch schon im Vogue-Jacken-Video gezeigt, in dem man einfach das Motiv hinten mit Kreide bemalt und dann durchpaust. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Variante. Ich hatte hier jetzt leider keine Kreide, deswegen musste ich ein bisschen improvisieren. Da ich keine Kreide da hatte, habe ich das Motiv einfach ausgeschnitten und habe das dann mit meinem Textilmarker nachgezeichnet. Ich finde aber, dass Kreide die bessere Variante ist und das würde ich euch auch immer empfehlen, wenn man damit irgendwie genauer ist. Das war auch teilweise echt schwer zu erkennen, also wenn ihr Kreide da habt, dann macht das mit Kreide. Ich hatte leider keine, das war ein bisschen doof. Der nächste Schritt ist, wie sollte es anders sein, die weiße Grundierung. Da mische ich wieder weiße Acrylfarbe im 1:1 Verhältnis mit Textilmedium. Wieder ist es optional, das müsst ihr nicht machen. Ich habe es da, deswegen mache ich es. Ich weiß auch nicht, was für einen großen Unterschied das jetzt auch macht. Und dann versuche ich einfach, die Linien, die ich mit dem Textilmarker gezeichnet habe, mit der weißen Farbe nachzumalen. Und das ist es auch so ziemlich. Wenn das Ganze gut getrocknet ist, könnt ihr mit einem Stift dann die Details reinzeichnen und dann mache ich das auch schon mit schwarzer Acrylfarbe, damit man dann einfach besser und klarer sieht, wo was ist. Das muss auch gar nicht so super ordentlich sein, da wir ja mit Farbe noch rübergehen. Ich habe da auch schon mein Grün ausgewählt und dann geht's los mit dem Malen. So, jetzt im Schnelldurchlauf, wie ich das Ganze dann gemalt habe. Wir haben jetzt also die weiße Grundierung und schon ein paar schwarze Konturlinien. Jetzt suche ich mir die richtigen Farben raus und male einfach das aus. So. Ich versuche aber wenig Farben zu mischen, denn ich arbeite oft nochmal nach oder muss was verbessern und so. Und da dann nochmal die Farbe zu mischen und genau die gleiche hinzubekommen, ist schon echt schwer. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch, wie ich hier, total verschätzt im Kopieren des Motives, gibt es einen Trick, wie man das ein bisschen retten kann. Und zwar mache ich das mit Lederreiniger. Das liegt wahrscheinlich am Aceton. Das Ganze kann man dann einfach rauftupfen und reiben. Und wenn man das dann ein bisschen einwirken lässt und weggerieben hat, dann sieht es nach einer Weile so aus. Da könnte man dann nochmal drüber gehen, aber da ich da eh noch schwarzen Rand und einen goldenen Rand machen will, habe ich das jetzt so gelassen. Wenn dann alles in der richtigen Farbe ausgemalt ist, mache ich schwarze Konturlinien. Die finde ich echt wichtig, weil dadurch kann man einige Fehler nochmal retten. Es sieht viel sauberer, gewollter und professioneller aus. Ich habe mich dann noch entschieden, das Ganze in Gold zu umranden. Einmal, damit sich das Gold von den Sternen dann nachher wiederholt. Und weil die Jacke ja so dunkel ist, ich finde, dadurch kommt das Motiv viel besser raus. Und ich konnte nochmal ein bisschen meine Kopierfehler, die ich gemacht habe, die ich euch gezeigt habe, retten. So, das ist die fertige Jacke. Ein eigenes Design, was nur diese Person jetzt hat. Man kann wirklich viel personalisierte Sachen dadurch machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben oder ein Abo da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, was hoffentlich sehr bald kommt. Ich arbeite dran.